Ich glaube, der Balkon kommt auch gar nicht mehr hinterher jetzt hier. Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Der Nico packt wieder aus. Es geht weiter mit der Experimentierreihe. Heute packt der Nico Pflanzenöl statt Wasser in die Bowl. Ob das gut gehen kann, ob er einen Kotzreiz kriegt, das werden wir bestimmt im Laufe dieser Reaction rausfinden. Ja, allerdings, was geht ab und willkommen wieder bei Nico. Hab ich's noch auf anderthalbfach? Nee, oh was? Alter, hat Nico schnell geredet. Double Time im Shisha-Video, let's go. Leutings, willkommen zu einem neuen Video und gleichzeitig willkommen zu einem neuen Experiment, denn wie ihr wahrscheinlich schon unschwer am Titel gelesen habt, werden wir heute Pflanzenöl in die Bowl packen. Stelle ich mir ja so scheiße ekelhaft vor, ne? Im Twitch-Live-Chat haben mich öfters Leute gefragt, ob ich das schon ausprobiert habe, sondern auch damals, als ich noch im Shisha-Laden nebengejobbt habe, kamen Leute zu mir und haben gesagt, hey Nico, hast du schon mal ausprobiert, so Öl mit zum Wasser dazu zu tun, soll so eine leichte Sänfte dem Ganzen geben? Musste ich bisher immer mit Nein beantworten. Was? Eine leichte Sänfte? Ich glaube eher, das wird ekelhaftes Überkrauens. Aber heute werden wir es ausprobieren und wir werden das Öl nicht nur zu dem Wasser hinzugeben, sondern wir werden unsere komplette Bowl mit Pflanzenöl füllen und gucken, wie sich das auf den Tabak auswirkt. Deswegen, Leute, sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Gerne checkt mein Instagram oder mein Twitch ab, wo wir jeden Abend live sind um 20 Uhr. Stimmt, Nico streamt gar nicht mehr auf YouTube, oder? Streamt er auf beiden? Habe ich lange tatsächlich nicht mehr live reingeguckt beim Nico. Ist schon ein paar Tage her. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Daumen hoch oder vielleicht sogar mit einem Abo. Mir bald die eine Million, ihr wisst Bescheid. Einen guten Lauf wünsche ich euch und bis gleich. Ah, das kam aber dazu, oder? Ist so, übrigens, willkommen zurück auf dem Balkon und heute auch wieder zwei Pfeifen stehen. Einfach eine Rarität, Digga. Er hat die Aeon X Shishaya Atom am Start. Die Pfeife habe ich lange nicht mehr gesehen, Alter. Die Pfeife hat aber ein Riesenproblem. Du hast fast immer Wasser gezogen. Den Wasserstand perfekt zu treffen war basically unmöglich. Unmöglich. Hier ein leckeres Köpfchen angeschmissen und das Ganze raucht mal wieder wie Ich sehe euch nicht mehr. Aber hat Nico mal gesagt, warum er nur noch auf Twitch streamt? Habe ich nicht so richtig mitgekriegt, den Switch. Hat er das mal erzählt, warum er geswitcht hat? YouTube irgendwann abgefuckt oder was? Aber Leutings, lass nicht lang fackeln. Ich habe mir extra zwei Pfeifen rausgeholt, damit ich jetzt hier den Geschmack eventuell gleich vergleichen kann. Ich habe mir hier das Livio Pflanzenöl rausgesucht. Das ist das Beste, um es in der Pfeife zu benutzen. Jeder Experte weiß das. Komplett verschlossen, wir machen das Ganze auf. Ja, komm doch, jetzt. Okay, also wer von euch glaubt, das wird geil, schreibt eine 1 in den Chat. Wer glaubt, das wird nicht geil, schreibt eine 2 in den Chat. Bin ich mal gespannt. Ich würde schätzen, wir sehen da mehr Zweier. What the fuck? Es sind actually Leute dabei, die 1 sagen? Ihr glaubt, mit Öl wird es geil? Mit Öl in der Bowl? Also, ich glaube ja nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ey, dafür testet es Nico. Vielleicht wird es wirklich geil. Mal gucken. Ich glaube, ihr trollt alle mit der 1. Ah ja, Marvin ist sich sicher. 20.000 ist es geworden. Perfekt. Geholt. Und was das Passende an der Pfeife ist, die ist in 2 Sekunden einfach gefühlt abgebaut. Boah, wenn er jetzt einfach Öl in den Schlauch zieht, wird es ja nochmal 1000-mal ekelhafter. Das heißt, schau mal her. Das kommt jetzt hier einfach so ganz gediegen ein bisschen rein. Und da brauchen wir auch gar... Diese Weihnachtsmusik passt einfach nicht. Das ist eher jetzt, musst du so eine Horror-Ekel-Musik drunter legen. Und dann bin ich echt gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Ich sag ja immer, bist du ölig, bist du fröhlich. Okay, aber ist die Shisha ölig, bist du nicht fröhlich. Glaube ich. Gucken wir mal. Ja. Es sieht eher aus, als wäre da schon mal ein bisschen Molasse reingelaufen. Aber nur so ein paar Virginia-Flöckchen. Nur ein paar. Auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und ich bin gespannt, ob die Leute, die mir das immer wieder empfohlen haben, das mal auszuprobieren, ja, ob die recht hatten und ob das dem Ganzen so eine Sanftigkeit verleiht. Der Feinschmecker-Boss. Öl ist actually leichter als Wasser, aber die Viskosität ist nicht bei jedem Öl höher. Also es ist dickflüssiger, dementsprechend bewegt sich der Rauch eventuell etwas schwerer durch das Öl. Krass, Öl ist leichter als Wasser, hätte ich aber auch nicht gedacht. Allein wegen der Viskosität. Krass, Bildungsauftrag erfüllt, haben wir wieder was gelernt. Also wiegt ein Liter Öl nicht ein Kilo, wild. Einfach nur lecker die Mischung, einfach nur lecker. So, wir legen den Schlauch beiseite. Stimmt, deshalb schwimmt Öl auf Wasser, ja, das macht natürlich Sinn. Ja klar, sonst wird es natürlich untergehen, logisch. Das Köpfchen. Also hat es eine geringere Dichte. Naja, hab ich gerade einfach nicht drüber nachgedacht. Krass, ja, macht natürlich Sinn. Atompfeife drauf. Oh, jetzt bin ich gespannt, ey. Und dann würde ich sagen,
lasst uns den ersten Zug nehmen mit Pflanzenöl in der Bowl. Vielleicht sollten wir die Flasche hier auch noch daneben stellen, damit wir auch sehen, was wir überhaupt drin haben. Bei dem Rauch sehen wir gleich sowieso nichts mehr, Minion. Es sieht ja schon alles neblig aus. Hey, ich bin echt gespannt, ne? Lass mal gucken. Wie er einfach nichts sagt, ne? Ich muss sagen, man schmeckt tatsächlich einen Unterschied. Ja, der Tabak geht gerade in den ersten Zügen relativ unter. Ich habe sehr wenig Tabakgeschmack. Es ist so ein leichter Flimmer wieder auf der Zunge, im Gaumen drin. Aber so richtig Ölgeschmack oder was? Von dem Öl. Und muss tatsächlich sagen jetzt, mit komplett Pflanzenöl in der Bowl, ist es tatsächlich nicht meins. Ja, schmeckt mir jetzt tatsächlich nicht so gut. Wer hätte es gedacht? Also ich habe es mir irgendwie gedacht. Ich weiß nicht. Du hast ja, wenn du was anderes in die Bowl packst, hast du ja immer ein bisschen Beigeschmack von dem Geruch vor allem. Habe ich so das Gefühl. Und Pflanzenöl riecht halt jetzt nicht so, als wäre das geil mit Shisha-Tabak zusammen. Deswegen, ja, schwierig. Ja, ich meine, wir testen das Ganze auch gerade in der Extremversion, ja. Wir haben jetzt hier nur Pflanzenöl in der Bowl. Vielleicht kommt das Ganze tatsächlich ein Ticken besser, wenn man nur ein paar Tropfen, ein Löffelchen reinmacht zu dem Wasser. Ja, aber dann schwimmt es ja auch wieder oben, oder? Beim nächsten Mal Duftöl von Douglas. Alter, Junge, da stirbst du, glaube ich, beim ersten Zug. Jetzt kommt langsam wieder der Tabakgeschmack raus. Und wow, auf dem Balkon ist hier eine absolute Hotbox. Lass mal ein bisschen noch aufmachen, hier den Balkon, lass mal ein bisschen lüften. Ja, genau. Man sieht den wirklich schon fast gar nicht mehr. Ich glaube, der Balkon kommt auch gar nicht mehr hinterher jetzt hier, bei so viel Rauch. Aber so schlimm sieht das doch sonst nicht aus. Tabakgeschmack ist wieder voll da. Und ja, wie gesagt, das Pflanzenöl gibt so einen leichten Flimmer auf der Zunge wieder. Die Nachbarn denken safe, dass es bei ihm brennt. Ja, aber bei der Rauchmenge kein Wunder, man sieht gleich wirklich nichts mehr. Boah, ohne Witz, ich weiß nicht, wie das auf der Kamera rüberkommt. Schlimm. Aber ich sehe fast gar nicht mehr meine Kamera. Und jetzt nach ein paar Zügen schmeckt das Ganze fast wieder, als hätte ich nur Wasser drin. Also das. Ich persönlich muss sagen, am Anfang ging der Tabak komplett unter, hat mir nicht geschmeckt. Jetzt ist wieder der komplette, volle Tabakgeschmack da und ich merke sehr, sehr wenig Unterschied. Also Öl anscheinend nicht so der Hit. Diesen leichten Flimmer. Nico, du brauchst so eine riesen Dunstabzugshaube für deine Videos. Dann ist es eher ein nicht gelungenes Experiment, ja. Pflanzenöl sozusagen, Däumchen nach unten, in meinen Augen nicht empfehlenswert. Okay, also Pflanzenöl in der Bowl bringt nichts, merken wir uns. Wild.